Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Wir wechseln auch gleich in die Unboxing-Ansicht. Ich habe von iSteady, also beziehungsweise von Hohem, eine Anfrage bekommen. Die haben ein neues Gimbal gemacht. Und haben sie gefragt, ob ich das euch gerne vorstellen wollen würde. Und da habe ich natürlich gesagt, na klar, die anderen haben mich schon gereizt. Mal gucken, was da verbessert wurde. Und dieses Standding, das war ja jetzt nicht so optimal, das habe ich ja auch gesagt. Aber das hat mich sehr gereizt, wo sie mir die ersten Bilder geschickt haben. Weil, ich hoffe, ich kann es euch vernünftig zeigen. Ihr müsst über der Kamera gucken, also hier oben, ja. Also so sieht es aus. Es ist ein kleines Gimbal. Also kein so ein großes wie die anderen. Und hier oben, das, was da sieht, was Licht aussieht. Seht ihr das? Das ist Licht. Das kann man drehen. Wartet mal, woher sieht man es? Nee, sieht man hier gar nicht. Auf den Bildern. Na, ich hatte aber Bilder gesehen, da kann man es drehen, da war es, oder es war ein anderes, nee, das war das gleiche. Nee, hier unten ist auch ein Bild, dass es magnetisch dran ist. Und wenn ihr das denn dreht, oder wenn ihr das Licht nicht braucht, auf der anderen Seite ist die Fernbedienung. Also ich habe da Tasten gesehen. Ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Lass mich da jetzt komplett überraschen. Von der Funktionalität hat es mir super gefallen. Also die letzten schon super gefallen. Und da sieht es genauso aus, als wenn es so wie bei den letzten ist. An der Seite, Drehknopf, alles drum und dran. Und von der Funktionalität, also hat bis jetzt immer alles funktioniert. Das ist das iSteady XE Kit. Ja, für die, die Fragen haben. Da werden wir ein Unboxing machen und ein Hardware-Video natürlich. Wir werden das natürlich testen, ob es das auch so macht, wie es machen soll. Und ob es alles von Anhieb gleich klappt. Oder ob man dafür studiert haben muss, damit da irgendwas klappt. Aber ich glaube nicht, dass es da große Probleme gibt, weil die Gimbals von Hohem, die iSteady-Dinger, die haben bis jetzt immer super funktioniert. Und da hatte ich nie Probleme, dass da irgendwas unlogisch war. Und vor allen Dingen super detailliert. Also das kann ich jetzt schon sagen, bevor wir in die Unboxing-Ansicht gehen. Ich gehe davon aus, das ist jetzt meine Prognose für das Unboxing, dass wieder überall Aufkleber dran sein werden, welcher Schritt zuerst gemacht werden muss, also beim Aufklappen. Und auch eine Anleitung, eine schöne detaillierte Anleitung. Wie gesagt, das ist noch zu. Also ich weiß es nicht. Also hier ist alles zu. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe da schon reingeguckt oder so. Eine schöne detaillierte Anleitung über die passende App, beziehungsweise wenn keine App dazu passend ist oder keine extra App dafür gibt, auch halt alles erklärt, wie man das aufbaut und wo und der Akkustand und hast nicht gesehen. Also da muss ich sagen, das weiß ich von vorab schon. Das wäre wirklich enttäuschend, wenn es diesmal nicht so ist, aber das glaube ich nicht. Hohem hat bei seinen Produkten immer eine wirklich wirklich extra geile Anleitung mit bei und auch wirklich alles für Dummies gemacht. Bei dem Aufbauen von den Gimbals war das jetzt immer extra für Dummies gemacht. Da ist eins, zwei, drei. Also, da ist wirklich alles beschrieben. Da hast du nicht nur Aufkleber 1, 2, 3, dann auch, ob man ziehen soll, drehen soll oder umdrehen soll oder was weiß ich. Wirklich extrem geil. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen uns jetzt gleich in der Unboxing-Ansicht und dann gucken wir uns das Ganze mal ganz genau an. Einen wunderschönen, da sind wir auch schon wieder am Unboxing-Tisch. Also, brauche ich nicht einen wunderschönen sagen, mache ich eine Überleitung. Ach, egal. Und hier sagen wir was, das iSteady XE Kit. Ich bin schon mega gespannt, weil mit diesem Licht da oben, das sah sehr interessant aus. Also bis jetzt haben mich die iSteady-Produkte fast alle überzeugt, außer halt dieses eine Ding, wo man das Handy so auf den Tisch nehmen kann. Das war halt jetzt nicht so pralle. Das hat nicht so wirklich funktioniert, wie es sein soll. So, aber wir machen jetzt auch erstmal nur ein Unboxing. Hardware machen wir dann später natürlich. Wir haben dann halt hier eine Anleitung mit bei. In Englisch, Japanisch, KR wird Koreanisch sein, DE, Deutsch. IT ist Italienisch, Französisch,
Spanisch ist ES und RU ist Russisch. Auch hier alles wieder gut erklärt, wie ich es euch gesagt habe, mit Bildern, großen Bildern. Och, hier ist der, ihr seht da, hier ist der Strichcode, denn der QR-Code auch für die App, die wir dann benutzen können, wie ich es versprochen habe. Eben. Hier haben wir dann noch mit bei wieder einen Standfuß, den können wir dann so auseinanderbauen. Und dann das Ice Daddy dann halt draufschrauben. Wir haben einen USB, einen kurzen USB. Braucht ja auch nicht länger sein, soll ja nur zum Laden sein. Also ist jetzt wirklich nicht, ja, nicht die Welt. Aber USB-C natürlich. Und, na, komm doch her hier. Gummichen. Zack. Und wir haben natürlich das Hohem Ice Daddy Kit. Ah, ja, ist jetzt schon. Und hier oben, was haben wir hier? Ach, hier haben wir auch dann wieder ein Säckle. Das ist aber cool verpackt. Das ist hier praktisch der Karton hier. Da ist nichts mehr drin. Und hier ist dann halt noch so ein Säckle, damit das halt Feuchtigkeit schluckt. Und das ist das Säckchen, wo wir das Ice Daddy reinmachen können. Und das ist so geil. Das muss ich euch nochmal kurz zeigen. Das ist hier oben drinne. Wenn man es hier reinmacht, steht hier Hohem einfach. Seht ihr das? Das hier ausgespart, Hohem. Und das ist das Säckle. Das ist cool. Das hier gefällt mir. Das ist ein Gimmick. So, dann haben wir, wie gesagt, diese Sachen. Und hier haben wir dann praktisch auch das Ding. Es ist wirklich magnetisch. Und es ist wirklich die Fernbedienung mit bei. Wie geil ist das denn? Also das müssen wir uns dann gleich angucken. Da bin ich mega gespannt drauf. Ich muss auch gleich den Akku wechseln. Und dann können wir das hier praktisch hochschrauben. Machen wir gleich alles im Hardware-Video. Also nicht viel mit bei, aber alles, was man braucht. Wir haben einen Standfuß. Wir haben das Gimbal. Wir haben ein Licht, was gleichzeitig Fernbedienung ist. Wir haben ein Ladeteil. Wir haben eine Tasche, die hier oben drin ist. Und wir haben eine Anleitung. Also was braucht man denn noch mehr, würde ich sagen. Das ist doch eigentlich alles mit bei. Ja. Dann sollst du soweit zum Unboxing auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.